Torben Lehning in Dresden. Das Landtagswahlergebnis in Sachsen wird korrigiert. Welche Auswirkungen wird es dadurch geben? Ja, es ist so, dass gestern Abend wohl ein Softwarefehler unterlaufen ist und dass dort CDU und AfD eine Stimme, einen Sitz mehr im Parlament zugeschrieben wurde, als es eigentlich nach dem Wahlergebnis sein müsste. Das wird nun korrigiert. CDU und AfD kriegen jeweils ein Mandat weniger. SPD und Grüne bekommen jeweils ein Mandat mehr. Den größten Effekt, den das Ganze hat, ist vor allem, dass die AfD ihre Sperrminorität, auf die sie große Hoffnung gesetzt hatte, jetzt wohl verlieren wird. Und was bedeutet das, dass die AfD nun ihre Sperrminorität verliert? Also eine Sperrminorität kann eben bei bestimmten Gesetzen dazu führen, dass eine Oppositionspartei, die mehr als ein Drittel der Stimmen hat, verhindern kann, dass etwas getan werden kann im Landtag. Das sind zum Beispiel alle möglichen Verfassungsänderungen, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn in Sachsen ist ein wichtiges Beispiel die Schuldenbremse, die in der Verfassung festgeschrieben ist. Wenn man die lockern wollen würde, dann würde das mit der AfD nicht gehen. Außerdem kann man eben auch Richterwahlen blockieren mit der Sperrminorität. Und das wäre ein großer Hebel für die AfD gewesen. Wir haben es gerade eben im Beitrag gehört. Man hatte sich schon darauf gefreut, dass man auch mit der Sperrminorität die neue Landesregierung vor sich würde hertreiben können. Danach sieht es jetzt nicht aus. Welche Machtoptionen gibt es denn nun in Sachsen? Die CDU ist ja auf Partner angewiesen. Definitiv. Und klar ist auch, dass die Kenia-Koalition, die hier die letzten 5 Jahre Sachsen regiert hat, abgewählt ist. Kretschmer hat auch schon im Wahlkampf immer wieder gesagt, dass er nicht mehr mit den Grünen zusammenarbeiten wollen würde. Jetzt muss er sich nach neuen Koalitionspartnern umschauen. Er hat auch immer wieder betont, der sächsische Ministerpräsident, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeiten will. Auch dazu dürfte es jetzt wohl nicht kommen. Eine Minderheitsregierung hat er auch klar ausgeschlossen. Also bleibt nur noch eine Option für Michael Kretschmer. Und das wäre ein Bündnis, eine Koalition mit dem BSW und auch der SPD. Mit der SPD, da kennt man sich schon, beim BSW dürfte es deutlich schwieriger werden. Kretschmer hat im Wahlkampf immer wieder gesagt, BSW sei für ihn eine Blackbox. Und tatsächlich sind es eben auch nur rund 70 Parteimitglieder, bei denen man noch nicht einmal die erste Reihe der Politikerinnen und Politiker genau kennt. Jetzt, morgen wollen die zum ersten Mal hier im Landtag zusammenkommen und erstmal miteinander ausmachen, wer jetzt vielleicht welches Fachgebiet bekommen könnte. Also man sieht auch an solchen Beispielen, dass BSW tatsächlich noch überhaupt keine gefestigte inhaltliche Politik hier in Sachsen hat. Und wie beurteilt die AfD ihren Wahlerfolg in Sachsen? Die AfD, muss man sagen, gestern Abend war ich auf der Wahlparty der AfD. Da wurde noch vor der ersten Prognose das blaue Wunder ausgerufen. Und man hat gesagt, jetzt käme der neue Ministerpräsident und Jörg Obern trat auf die Bühne. Nach der ersten Prognose sah man dann ein bisschen nach unten hängende Mundwinkel. Es ist natürlich trotzdem ein riesiger Erfolg für die AfD, über 30% hier im Freistaat Sachsen zu erhalten. Und sie sind die zweitstärkste Kraft und sind darauf mächtig stolz. Dennoch, man hat seinen Wählern mehr versprochen. Man hat versprochen, dass jetzt schon die Wende folgen würde. Das ist jetzt auf jeden Fall noch mal für 5 Jahre vertagt. Und das ärgert viele in der AfD. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Partei sehr gerne die Regierung vor sich hertreibt, Maximalpositionen aufstellt. Und die könnten sie sowieso nicht umsetzen, wenn sie einen Koalitionspartner bräuchten, versuchen würden, jetzt in eine Regierung einzutreten. Von daher können sie sich jetzt noch mal 5 Jahre lang auf der Oppositionsbank in der Form bequem machen. Ich war gerade auf einer Pressekonferenz mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, Jan-Oliver Zwerg. Der sagte noch einmal, man wolle jetzt auch aus der Opposition heraus noch viel mehr gestalten. Bislang gab es aber keine Fraktionen im Sächsischen Landtag, die sich darauf gefreut hätten oder beziehungsweise die gezeigt hätten, dass sie auch mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Nun haben ja die Ampelparteien in Sachsen stark verloren an Stimmen. Welche Stimmung nimmst du in Sachsen bei der Bevölkerung wahr? Es ist zweigeteilt, aber es sind zwei sehr ungleich große Hälften. Es gibt die, die sich große Sorgen um die Demokratie machen, die sagen, wir machen uns wirklich tatsächlich Sorgen, dass jetzt eine stabile Regierung zustande kommt, denn auch was BSW angeht, ist überhaupt nicht klar, wie gerade eben erwähnt, was dann da inhaltlich bei rumkommen könnte. Es gibt viele Leute, die sich nach wie vor auch Sorgen um den Rechtsruck hier im Land machen.
Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch enttäuschte AfD-Wähler, die sagen, es hätte jetzt eigentlich schon längst einen Machtwechsel geben müssen und die sich auch nach wie vor wünschen, dass die AfD mit der CDU zusammen regiert. Und es gibt auch Unterstützerinnen und Unterstützer der CDU, die durchaus offen wären für eine Koalition zwischen AfD und CDU. Also es ist wirklich ein sehr zerrissenes Bild und die kommende Landesregierung wird einiges zu tun haben, um das wieder zusammenzukitten, was hier auch im Wahlkampf in Sachsen auseinandergerissen wurde. Dankeschön nach Dresden. Torben Lehning.